Sexualität war damals für mich etwas sehr Schönes und zugleich aber irgendwas Verstörendes, was meine Person betrifft, weil ich ja nicht diesem Bild entsprochen habe, das so auszuleben, wie ich es mir eben vorgestellt habe. Ich bin dann sehr früh in homosexuelle Kreise geraten. Das war dann wie so ein Augenöffnen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt so viele gibt von der Art. Und es war so ein befreiendes Gefühl. Aber ich habe mich nicht dazugehörig gefühlt. Ich habe einfach nur freier gefühlt gegenüber den ganzen Heterosexuellen. Sondern ich war einfach halt ein Teil von denen, zum Feiern, zum Weggehen. Aber ich habe nicht dazugehört.